dieser Villa leben 5 Mädchen einen Monat lang ohne Eltern. Hier dürfen alle so lange ausschlafen, wie sie möchten. Vorausgesetzt, die anderen lassen sie. Und der ist andere Zimmer überfallen? Mit den Kissen? Nee. Ja, und dann laufen die schreiend rein. Ja, dann lassen wir jetzt aufstehen, fertig machen, frühstücken. Haha, frühstücken. Ja, was essen wir? Wir haben immer noch nichts eingekauft. Wir können Eier essen. Ich könnte nur Rührei machen. Wir können Toast essen. Wir haben aber nur 2 Scheiben Toast. Von 2 Scheiben Toast satt werden? Das wird nichts. Also machen sich Alina und Hille auf den Weg zum Wocheneinkauf. Fertigsalat geht immer ab. Den? Ja, der ist cool. Ich nehme auf jeden Fall mal Erdbeeren mit. Erdbeeren sind gesund und dann haben wir vielleicht auch mal was zu frühstücken. Vielleicht sollten wir erstmal die Pfandflaschen wegbringen, damit wir noch Platz haben. Wo sind die denn? Ach, da! So, wenn man uns so sieht, könnte man denken, wie die ganz so diesen Pfand sammeln. Ja, guck mal, wir haben den Müll. Aber die Leute, die das nicht machen, die tun mir voll leid. Das ist echt krass. Stell dir vor, du hast so wenig Geld, dass du Pfandflaschen sammeln musst. Das sind also 25 Cent immer. Da kommt doch voll wenig bei raus. Stimmt nicht. Man braucht nur genug Flaschen. Und in der WG hat sich in den letzten Wochen einiges angesammelt. Yeah! 10 Euro! Ja, was sollen wir jetzt mit den restlichen Flaschen machen, die kein Pfand haben? Ich hab die da hingestellt hier einfach. Was sollen wir damit machen? Lass gehen, komm! Lauf! Schnell! Lauf! Schnell. Lauf! Bei ihrer überstürzten Flucht vergessen die beiden leider die Hauptsache. In der Villa haben sich May, Janina und Feli entschieden, heute die Fenster zu putzen. Auf ihre Art. Boah, die Tür ist richtig dreckig. Guck dir das mal an. Was machst du denn jetzt? Wieso putzt du jetzt den Teich? Lass uns doch Wasser von dem hinnehmen. Nein, nicht vom Teig, das ist eklig. Dann lass mal einfach das Wasser aus dem Pool oder so nehmen. Ja, beim Fensterputzen wollten wir erstmal so geplant rangehen, aber dann hatten wir doch keinen Bock mehr und dann haben wir halt das Wasser einfach immer gegengeklatscht gegen die Fenster, also das Poolwasser sogar, weil wir zu faul waren, irgendwie immer unter den Hahn zu stellen. Guck, das geht viel schneller. So schön. Okay. Unsere Technik war ganz ausgeklügelt, wirklich. Also wir wollten nicht viel Zeit verschwenden, haben das Fenster aber trotzdem sauber bekommen. Genial. Oh Mann, was machst du? Da muss doch noch das Wasser ran. Soll's ja auch. Hä, aber jetzt machst du es gerade alles weg. Ist ja nicht schlimm, das ist ja immer noch drauf. Nur du kannst es nicht sehen. Komm, wir lassen es einfach gegenklatschen. Ey, May, nimm einfach dein Vorsichtsding und komm. Oh, Scheiße. Ja, also dadurch wurden die Fenster auch schneller sauber. Es sind zwar ein paar Reste geblieben, aber ja, wenn es regnet, dann denkt man, die Fenster wären sauber. Pack rein. Okay, das reicht. Oh mein Gott, das schmeckt so gut. Das hätte ich auch noch gern. Oh, Götterspeise. Mein Wagen ist langsam voll. Oh. Ehrlich? Nee, bei mir passt noch ein bisschen rein. Unsere Einkaufsplanung war gar nicht gut. Wir sind in den Supermarkt gestürmt und haben all das eingekauft, was wir halt wollten. Das mag Janni so gern. Und ich esse das auch gerne. Ja, das isst du gern, okay? Hilla und ich dachten, wir bringen mal ein bisschen Stimmung in den Supermarkt und haben dann irgendwelche Leute gefragt nach irgendwelchen Dingen, die es gar nicht gibt. Entschuldigen Sie? Wissen Sie vielleicht, wo der Manias ist? Wir suchen das schon überall. Bitte? Manias, kennen Sie Manias ist? Was ist Manias? Ich weiß nicht, wie Sie sind. Ich bin hier schon 50 Jahre, ich habe schon nicht gehört. Nee? Wissen Sie vielleicht, wo der Feluni ist? Feluni? Oh Gott, das tut mir leid, das habe ich noch nie gehört. Was ist denn das? Also, wenn Sie so junge Leute sehen, dann haben die doch oft immer so einen Keks in der Hand. Das sind sie so einen ganz großen. Und die nennt man Feluni. Wissen Sie, wo es das hier gibt? Und die haben dann immer so hochhäusähnliche Schokostäbe dran. Ich liebe Feluni. Ja, schmecken die gut? Ja, lecker. Kennen Sie das echt nicht? Nein, wirklich, habe ich noch nie gehört. Weil sie Lanky haben. Ja, aber ja. In der Richtung. Nee, das sind aber so dickere Stäbe und die also stecken halt manchmal noch im Keks drin. Das ist ja Käsestange. Käsestange. Ja. Lanky heißen. Ja, Lanky.
Das war so lustig, weil die Leute dann total verzweifelt waren, uns nicht weiterhelfen zu können. Und wir dann auch noch eine Verkäuferin gefragt haben und die meinte dann, dass sie uns das aber nachbestellt, weil sie das nicht mehr hatten. Und es war einfach total lustig und wir hatten echt unseren Spaß. Stellen wir die beim nächsten Mal. Okay, okay, vielen Dank. Bis bald. Kommen wir wieder her. Tschüss. 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 Die anderen sind ja jetzt einkaufen, ne? Und es wäre voll cool, wenn die nach Hause kämen und wir die nass spritzen würden. Und vielleicht könnten wir das ja sogar so machen, dass eine so sagt, oh, guck mal, was im Garten ist. Und an beiden Seiten stehen zwei von uns. Und dann, wenn die rauskommen, puh. Ja, wir sagen einfach, im Garten ist eine Überraschung oder so. Feli lockt die beiden in den Garten, ja? Und dann wir stehen dahinter, also May und ich, stehen da dann mit zwei so riesigen Eimern mit voll mit Wasser, kippen denen das ins Gesicht. Aber das willst du wissen? Ich tue jetzt so, als ob die kommen würden. Ja. Und du verfolgst uns. Ja, Mädels, kommt mal gleich mit, packt mal die Tüten weg. Sag ich dann, Mädels, hört ihr mich auch draußen? Ja. Okay. Weil draußen, habt ihr die Tüten weggelegt? Ja. Ist ein Paket von euren Eltern irgendwie im Hühnerstall oder so? Müsst ihr mal gucken. Und dann bleibe ich einfach hier vor der Tür stehen. Und dann, ich bin jetzt mal die, komme ich hier rein. Und dann. Und dann müssen die Mädchen natürlich flüchten. Auch das wird perfekt geplant. Von diesem Überfall ahnen Hilla und Alina natürlich nichts. Sie müssen sich darauf einigen, was gebraucht wird. Wir haben voll viele Süßigkeiten. Wir brauchen mal mehr Sachen für morgens, weil sonst können wir irgendwann anfangen, morgens Kekse zu fressen. Da hätte ich jetzt eigentlich nicht so Lust drauf. Der Einkauf war dann schon ein bisschen stressig und nicht ganz so entspannt. Entspannter als sonst, weil wir eben nur zu zweit waren und uns dann schneller einig werden konnten. Was ist das für ein Eis? Keiner ist so ein Eis. Das ist lecker Eis, okay? Das sehe ich, Alter. Gar nicht so einfach, sich zu einigen. Und dann fällt den Mädchen plötzlich etwas ein. Wo ist eigentlich der Pfandbon? Mist, das ist weg. Ey, das waren 10 Euro. Gib mal mir mein Geld wieder. Also es war richtig bescheuert, als wir dann den Pfandbon in dieser Maschine gelassen hatten, da das irgendwie fast 10 Euro waren und wir uns damit richtig viel noch kaufen könnten. Dabei haben wir so viele Pfandflaschen gesammelt. Oh mein Gott. Die Mädchen haben kräftig zugeschlagen, aber schließlich soll der Einkauf für eine Woche reichen. Ganz billig ist das nicht. 169,11. Aufgeregt. Ey, Leute, ich bin's, ne? Ja, komm. Ist alles okay bei euch? Oh mein Gott, jetzt geht's los. Hallo. Hallo. Surprise, surprise, oh lecker. Schwer? Ja. Ja, die anderen, also May räumt ihr Zimmer auf und Janni ist im Badezimmer, Entschuldigung. Ja, ich bin jetzt mal geputzt. Ja, warte, stopp mal jetzt. Einmal kurz alles ablegen. Alles ablegen. Hört mir mal kurz zu. Also, Leute, im Garten stehen Pakete und Briefe für euch beide. Also, irgendwie hinten beim Trampolin oder so und beim Hühnerstall. Für mich? Ja, ein Brief oder so. Ihr müsst mal. Sie haben Hilla und mich so gnadenlos verarscht und wir haben es so geglaubt, das ist einfach so glaubwürdig. Also ich bin sehr böse, was sowas angeht, weil ich liebe so eine Streiche. Es ist ja irgendwie nichts Gemeines, also schon gemein, aber jetzt nicht irgendwie was Weltbewegendes. Das war richtig geil und ich würde gerne sowas nochmal machen, weil ich das richtig lustig finde, sowas sich auszudenken und dann auch auszuführen. Nach dieser Wasserschlacht wollen die Mädchen zum Reiten gehen. Sie haben einen Reiterhof ganz in ihrer Nähe entdeckt und freuen sich auf die Pferde.
Warte. Hallo. Hallo. Wer von euch hat denn schon mal was mit Pferden gemacht? Boah, okay. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich zu den Pferden rüber. Wenn ihr die Stricke an den Halftern habt, dann kommt ihr in einem schönen Abstand einfach hier zum Tor, dann erwarte ich euch und wir gehen nach vorne zum Putzen. Okay? Okay. Putzen? Na dann, putzen, natürlich. Okay. Und geht schön langsam. Oh nein, das Geräusch. Ist für die Pferde sonst, das ist für die Pferde sonst unheimlich, wenn ihr wie die Raubtiere auf sie zukommt. Leute, kann ich das Schwarze haben? Ja, ich nehme das Braungefleckte. Okay. Okay, dann bleibt mir wohl das. Dann kannst du vielleicht mit dem Lapis mal vorgehen. Tada! Komm, Pferd! Komm! Das Pferd verarscht mich! Oh, komm, Lorie! Komm, bitte. Du musst ihm jetzt sagen, was er tun soll. Das Pferd will nicht mitkommen. Oh nein! Komm! Ich war total überfordert, weil ich da wirklich einiges gemacht hatte. Und ich hatte das Pferd gerufen und hatte es gezogen und irgendwie angetrieben, aber hat sich nicht vom Fleck bewegt. Na komm doch. So, dann fangt ihr einfach mal an. Ihr könnt erst die Gummistriegel nehmen, die drin sind. Die was? Gummistriegel. Ja, guck mal, da ist so ein Gummiding. Ja, so ein Gummiding. Und was soll ich da machen? Und damit putzt man die Pferde. Wieso hat das so Zuckungen? Das machen die wegen der Fliegen. Ich würde dich am liebsten mitnehmen. Ist ganz süß. Aber wir passen doch echt gut zusammen. Ich bin so ein dunkler Typ und du bist so ein heller Typ, weißt du? Hey, bleib stehen. Sitz. Du darfst nicht so schreien. Der bleibt schon stehen. Ich schreie. Nein, eben nicht. Der ist voll dickköpfig. Gar nicht. Ich bin cool. Wieso sagst du gar nicht? Vielleicht passt er dann zu dir. Wer weiß. Na, vielleicht. Wer weiß. Du kriegst es nicht raus. Richtig ein bisschen drücken. Ihh, Fliege an meinem Auge. Ja, nicht so schlimm. Ich style das Pferd lieber, weil ich mit dem Rest keine Ahnung habe. Ja, egal. Wir sind uns voll ähnlich. Oh, du bist aber still, ist voll cool. Denn da ich so ein bisschen mehr rede, kannst du mir immer voll gut zuhören, weißt du? Aber du kannst auch mal ein bisschen sagen. Das Ding hat voll verfilzte Haare. Brauchen wir irgendwie so eine Kur oder sowas, eine Haarkur. Genau, hättest du gleich mitnehmen können, weißt du? So von daheim. Brauch ich mal kurz ein anderes Bein, okay? Okay, ich tippe dir nichts drauf. Oh, nicht Pupse. Oh. Das hat so gestunken und mein Gesicht war wirklich direkt vor dem Popo. Und dann die ganze Woche. Scheiße, oh. Boah, ich muss unbedingt noch duschen. Die Mädchen starten eine Einführungsrunde, um zu schauen, wer schon reiten kann und wer eher nicht. Halt dich hier fest, dann ein bisschen Schwung holen. Okay. Einige der Mädchen sind schon öfter geritten, aber für Alina und Hilla ist das eine ganz neue, tolle Erfahrung. Wie du strahlst! Sehr süß. Macht so viel Spaß. Ja, keine Ahnung, eigentlich stehe ich ja so auf Extremsport und so. Aber ich, oh, das ist aber voll geil irgendwie. Das ist besser als alles, was wir bis jetzt gemacht haben. Feli und Janina dürfen mit ihren Pferden einen Ausritt in den Wald machen. Die Mädchen sind total glücklich. Wäre da nicht ein kleines Problem? Entschuldigung, ich habe mal eine Frage. Ich muss voll dringend auf Klo. Gibt's hier irgendwo eine Toilette? Oh, wir haben ein paar Büsche suchen. Im Busch? Ja. Hey, jetzt ist jetzt nicht mehr aus, bis wir da sind. Ich muss richtig dringend auf Klo. Ich mach mir gleich in die Hose und meine Blase tut schon weh. Ich will aber nicht im Busch gehen. Natürlich kannst du im Busch gehen. Soll ich einfach im Busch laufen jetzt? Nee. Oh. So, dann müssen wir einfach mal warten, was? Ich will nicht im Busch pinkeln. Was ist denn bei euch so schlimm, dass das so schwierig ist, in die Büsche zu gehen? Also ich habe damit weniger Probleme, weil ich ja vom Land komme. Und da pinkelt man schon öfter in die Büsche. Das heißt nicht, dass wir immer, wir haben schon eine Toilette und so. Mann, wie lange braucht ihr? Ihr müsst doch nur pinkeln. Die setzt den Wald unter Wasser. Schnell raus hier, ey. Ist voll eklig. Einmal und nie wieder. Sehr cool, Hilla. Ja, jetzt bist du richtig. Sieht so lustig aus. Also, ja.
Oh mein Gott. Ich darf nicht lachen, weil mir wird das auch nicht besser aussehen. So, nächster Reiter. Ah. Ach, sieht du so weit aus. Das war anstrengend, immer so schnell und schnell wieder, so und schnell wieder, so und schnell wieder runter. Ey, das ist so lustig. Das Reiten war wirklich richtig geil. Ich würde das am liebsten noch mal machen. Und ich habe mir vorgenommen, wenn ich zu Hause bin, dass ich erst mal Reitstunden nehme oder irgendwie was mit einem Pferd mache. Und auch Alina hat richtig Spaß. Oh mein Gott. Noch einmal füttern und dann heißt es Abschied nehmen von den Pferden. Besonders eine kann sich nicht trennen. Keine Reaktion, egal. Tschüss. Zurück in der Villa haben die Mädchen nach dem Reiten großen Hunger bekommen. Janina wählt den einfachsten Weg mit einer riesigen Schüssel Flakes. Oh mein Gott. Übertreib mal. Ich esse gleich, glaube ich, Bratkartoffeln. Habt ihr Hühnchen gekauft? Ey, warum habt ihr... Hast du Hühnchen eingepackt? Bin mir sicher. Nee. Also ich hab nichts eingepackt. Habt ihr Rind eingepackt oder so? Hab ich auch nicht eingepackt. Keine Ahnung, was ihr da macht. Gar kein Fleisch, glaube ich. Habt ihr denn gar kein Fleisch gekauft? Doch, wir noch Fischstäbchen. Keine Ahnung, ja, aber wir müssen doch die ganze Woche klarkommen. Dann können... hättet ihr uns das sagen müssen. Ja, aber ihr hättet doch selbst drauf kommen können. Nein. Müssen wir halt nochmal einkaufen gehen, weil ich habe auch bemerkt, dass ihr fast nicht, ihr habt nur Dosenravioli gekauft. Aber wir brauchen auch was Richtiges. Wir haben gesagt, guck mal, ihr habt mehr, als wir sonst ausgegeben. Wir können ja nicht mal mit euren vielen Dosenravioli die Woche überstehen. Doch, Mann. Wie viele Dosen habt ihr gekauft? Vier. Das reicht für heute und morgen. Ja, nicht mal. Ich glaube, die Ravioli waren sogar im Angebot. Und das war so dieses erste Fertiggericht, was uns so ins Auge gestochen hat. Und haben wir einfach mal vier Dosen Ravioli eingepackt. Das ist irgendwie nicht lustig. Ich verstehe nicht, warum ihr jetzt darüber lacht. Lustig ist lustig. Was ist denn daran lustig, wenn wir hungern müssen? Ja, wir fahren doch mal hin mit dem Fahrrad. Nee, bestimmt nicht. Also ich glaube, da fahren wir lieber einkaufen. Ja, es ist einfach nur so kopflos einzukaufen, ist einfach unsinnig, weil wir uns so oft darüber unterhalten haben. Ich fand Felix' Reaktion ein bisschen arg heftig, weil das war jetzt irgendwie kein Verbrechen, was wir da begangen haben. Ey, ich habe nicht gedacht, dass wir jetzt dann heute noch mal einkaufen. Ja, ich habe auch keinen Bock einkaufen zu müssen, nur weil die so blöd waren, um einkaufen zu gehen. Und es muss doch klar sein, dass man sowas wie Fleisch kauft. Ja. Man kann nicht die ganze Woche von Dosenfutter leben. Eben. Und das reicht dann nicht mal für die ganze Woche. Jetzt guck mal hier. So. Wir haben noch zwei verschiedene Müsli-Sorten. Dann haben wir noch zwei Packungen Reis, drei Packungen Nudeln, zwei Packungen Spaghetti. Dann haben wir noch die da. Gut, wir hätten vielleicht ein bisschen mehr Toast mitnehmen sollen. Dann guck mal, wie viel Obst wir haben und dann beschwert ihr euch, dass wir so... Ich will kein Obst, mir schmeckt das eh nicht. Ja. Guck mal, wir haben Trauben, wir haben Ananas, wir haben Birnen, wir haben Äpfel, wir haben... Da stehen noch Orangen, da sind noch Bananen. Wir haben hier unten, haben wir Pflaumen. Die hätten doch dran denken können. Die sind die ganze Zeit dran vorbeigelaufen. Ja, wir gerade auch. Warte. Was brauchst du noch? Fleisch. Das Fleisch? Ist der Grund, warum wir hier sind. Ich kann das nicht verstehen, dass man Grundnahrung, sowas wie Fleisch, vergisst. Weil wie willst du denn eine Woche lang ohne Fleisch oder sowas leben können? Weil wir können uns nicht die ganze Zeit von Dosenravioli ernähren und erst recht nicht von vier Dosen, die für gestern Abend und heute Mittag gereicht hätten. Damit, guck dir den Kühlschrank an. Wir haben, okay, das ist noch bestelltes Essen. Dann da unten haben wir drei Packungen Salat. Hier ist noch eine Gurke. Dann haben wir hier noch Paprika und da unten sind noch Karotten drin. Zwiebeln haben wir da auch noch und Knoblauch auch. Ich denke jetzt schon, dass wir das besser hinkriegen. Hundertprozentig, weil wir haben ja jetzt das gekauft, was wir wirklich brauchen. Also so fleischmäßig und fischmäßig. Und was man auch an Abenden immer essen kann. Ja. Ne? Für die Abende haben die Mädchen jetzt genug besorgt. Irgendwie ist es doch mehr als nur Fleisch und Toast geworden. Und wie sieht es mit dem Preis aus? 53,34. Die anderen haben, glaube ich, fürs erste Einkaufen fast 170 Euro ausgegeben. Und ich finde das voll heftig, weil die haben mehr als die Hälfte oder wenigstens das Wichtigste vergessen. Oh, jetzt haben wir endlich alles, ne? Ja, wo lang sind wir? Links? Links, ja. Und guck mal, wir haben... Das waren die einzigen Schokoladensachen und dieser Kuchen.
Mehr ungesunde Sachen. Ich hab das nachgeprüft. Mehr ungesunde Sachen haben wir nicht gekauft. Ah, nee. Mehr haben wir nicht, außer diesen Joghurt und diese zwei Boxen. Ja, hallo. Und nein. Diese anderen Riegel. Nee, wir nein. Aber der Joghurt, den Joghurt haben sie sich ja auch gewünscht. Da können sie sich ja nicht beschweren. Ja, Joghurt ist okay. Mhm. Das muss, soll mir helfen? Nö. Nee, klappt schon. Schon wieder. Wie viel hat das jetzt gekostet? 50 Euro. Gar nicht. So. Und wir haben jetzt für die ganze Woche was Warmes zu essen jeden Tag. Deprimiert mich. Mist. Weil sie haben echt nicht viel ausgegeben und haben so gute Sachen eingekauft, an die Hiller und ich, glaube ich, niemals gedacht hätten. Und jetzt können wir auch was kochen. Doch plötzlich kippt die Stimmung. Feli merkt, dass sie die ganze Zeit ein Problem mit sich herumschleppt, das sie für sich behalten hat. Jetzt fasst sie sich ein Herz und möchte es mit der ganzen Gruppe besprechen. Ich habe halt was gehört, dass du halt zu den anderen sagst, macht man nicht so viel mit Feli und keine Ahnung, macht sie mal fertig und lacht man nicht irgendwie, wenn sie irgendwas erzählt. Das habe ich nie gesagt. Hilla und ich hatten ja mal eine Zeit lang, da haben wir ziemlich viel miteinander gemacht. Und dann haben wir beide wieder mehr gemacht oder hast du plötzlich wieder mehr mit Hilla gemacht? Und dann hat Hilla das halt so verstanden, dass ich das jetzt nicht mehr möchte, dass sie was mit dir macht. Und dann meinte ich, ja, ich will dir das ja nicht verbieten. Also ich glaube schon, dass es daran liegt, dass beide ein bisschen eifersüchtig waren, weil die Alina dann ziemlich viel Zeit mit der Hilla verbracht hat und ich dann noch mit der Feli und so. Und ich denke mal, deswegen sind beide ein bisschen eifersüchtig geworden. Du warst eifersüchtig, aber jetzt mache ich ja was mit dir und jetzt mache ich auch mal was mit Feli. Also, und ja, ich wollte nie damit sagen, dass ihr weniger mit Feli machen sollt. Ich habe nur zu dir gesagt, dass ich mich freuen würde, wenn wir wieder mehr miteinander machen würden, weil du plötzlich so viel mit Feli gemacht hattest und ich einfach so ein übelst eifersüchtiger Typ bin. Also es ist richtig unangenehm, zwischen den beiden zu stehen und dann weiß man auch nicht, zu wem man jetzt halten soll. Und deshalb will man erst gar nicht in so einen Streit reinkommen. Bella, musst du nicht weinen. Ist doch... Guck mal, wenn... Sie müssen das unter sich ausmachen. Ich habe noch mal da gerade drüber nachgedacht und meine Lösung wäre jetzt, wenn du dich mit mir vertragen möchtest, dass wir vielleicht einfach in Zukunft Probleme, wenn es nur kleine Probleme sind, dass wir sie sofort ansprechen und dass wir sofort darüber reden, anstatt zu warten, bis sich das alles aufstaut. Mir war das wichtig, dass sie sich entschuldigt hat, weil das, was sie gemacht hat, hat mir einfach wehgetan und es war einfach irgendwie enttäuschend und deswegen war es einfach wichtig, dass sie sich halt entschuldigt hat bei mir und danach habe ich das auch einfach so aus meinem Kopf rausgezogen, das Ganze, und weggeschmissen. Piep, 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 wir haben uns alle lieb, jeder ist so viel er kann, nur nicht seinen Nebenmann, und wir nehmen's ganz genau, auch nicht seine Nebenfrau. Guten Appetit, Frau Schmidt vom Fünf-Essen. Komm, wir haben uns auch wieder lieb, okay? Ah, du weißt nicht, du bist gleich richtig, okay? Okay. So ist der Tag für die Fünf doch noch glücklich zu Ende gegangen. Ist schon gut, dass ihr euch jetzt wieder so vertragen habt und wieder versteht, oder ist es nicht so? Also ich will gar nicht, dass noch irgendwas zwischen uns steht, weil wir uns eigentlich von Anfang an am besten verstanden haben. Ja. Weil diese blöde Streitsituation jetzt eigentlich voll dumm war. Mhm. Wenigstens habt ihr es noch gemacht und jetzt auf die Reihe bekommen noch. Okay, wir hätten das auch vielleicht ein bisschen früher machen sollen, das Reden, aber gut, wir wissen es für die Zukunft. Wir nehmen uns jetzt alle an die Hand und so schlafen wir dann ein, okay? Aber so kann ich nicht schlafen, dann fangen meine Hände an zu schwitzen. Alle machen das Licht aus. Ja, ja. Das Licht aus. Das war mein Gesicht. Oh, Entschuldigung. Egal. Gute Nacht. Gute Nacht.